Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play World of Warcraft. Ja, hier der letzte Blick auf den Turbodampfer und nochmal ein kleines Update. Ich habe hier so auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen gekräutert und bin jetzt bei 250, also wieder bei einem Level, wo man sagen kann, das ist okay. Auch Inschriftenkunde ist ein bisschen vorangekommen. Zwar noch nicht auf einem Level, wo man sagen kann, ja, okay, aber schon ein Stück weiter. Erste Hilfe habe ich auch weitergemacht, das ist jetzt bei 260, also das ist ganz gut. Und ich habe noch die fehlende Quest hier angenommen, auf Befehl des Kriegshäuptlings Tanaris. Das ist natürlich ja an dem Schild gewesen, wie man es schon kennt. Da hängen ja immer die Befehle rum. Und durch das Kräutergesammeln habe ich halt auch ein paar XP noch mitgenommen. So, und jetzt geht es in Richtung Tanaris, dem nächsten Gebiet. Das war mal eine etwas größere Wüste, aber da hat sich auch viel verändert durch den Kataklysmus. Also man sieht es hier, das wurde schon ein Stück weit überschwemmt, ist aber immer noch größtenteils einfach diese Wüste geblieben. Und genau, da kann ich jetzt auch wieder auf den weißen Kudu steigen. Der passt ja jetzt hier auch so ein bisschen mehr zu dieser Fellfarbe, Hautfarbe, wie man es nennen möchte. Und wenn man von 1000 Nadeln kommt, sieht man ja auch schon direkt die große Stadt der Goblins, nämlich Gadgetzahn oder Gottgezahn. Kommt halt an, wie man es aussprechen will. Aber ich denke mal eher, das ist da das englische Wort irgendwie Gadget bedacht. So, direkt hier die Flugroute. Hier können wir noch nicht eine Quest annehmen. Also das ist hier noch ganz nett, das werden wir schon noch sehen. So, hier gibt es aber was. Schlechter Bot. Und wir sollen da 10 Glashaut-Basilisken ausschlachten. Ja, und jetzt können wir hier wahrscheinlich direkt die zwei Quests abgeben, die uns hier hinführen. Genau, die sind beide bei der gleichen Person. Und es gibt auch direkt zwei Folgequests. Wir sollen 7 Dampfdruckvorräte sammeln und 14 Stampfer, 8 Gezeitenschreiter töten. Ja, und das ist jedoch direkt. Hier ist anscheinend auch gerade ein Sandsturm am Wüten. Und wir dürften auch gleich die ersten Gegner sehen. Denn hier in der Nähe dieser großen Skelette dürften sie sein. Genau, da sind die Basilisken. Und die werden wir jetzt gleich ausschlachten. Ja, hier gibt es auch wieder was, nicht Wasser, Ruf für das Bilgewasserkartell. Und, also eigentlich ist das doch mal Dampfdruckkartell, na. Ich weiß jetzt nicht, wo war das hier? Ja, Moment, hier Dampfdruckkartell, ja, ich weiß jetzt nicht, wieso das hier der Bilgewasserkartell heißt. Keine Ahnung. Ach, ich musste ja ausschlachten, fast hätte ich es vergessen. Aber nur fast. Jetzt gehen wir noch schnell zurück hier zu dem anderen. Den hatte ich ja auch noch vergessen. Und da kann ich das auch kurz mal zeigen. Hier kommt nämlich dann dieser schlechte Bot. Und der macht dann mit seinen scharfen Krallen Hackfleisch aus den ganzen Sachen. Ja, und der will Arterien. Okay. Ja, davon erstmal 10 erledigen. Das ist ja wieder eine relativ Standard-Quest, aber hier geht's auf jeden Fall auch noch besser zu dann. Das wird auf jeden Fall noch lustig. Die Fähigkeit ist ja jetzt auch zu 100% kostenlos, die dadurch freigeschaltet wird, verheeren. Ich vergesse es immer wieder, wie die heißt. Naja, ja, auf die Hyänen werden wir auch nochmal treffen und auf die Feuerrocks oder was hier so rumsteht auch. Dort war auch noch eine Blüte, da werde ich gleich nochmal hingehen. Die war, glaube ich, irgendwo war die. Okay, damit haben wir schon die Hälfte. Ich gehe hier mal kurz auf meinen Kodo, damit ich schneller vorankomme. Ich glaube, die war hier irgendwo im Nordwesten. Ja, da ist eine Feuerblüte. Können wir die schon pflücken? Ja, sieht gut aus. Tatsächlich, aber malen können wir sie noch nicht. Und das gibt halt auch wieder 600 Erfahrung, also ganz okay.
Ah, ich wollte mich eigentlich noch nicht verwandeln. Ah, was mache ich hier? Denn ich muss jetzt weiter diese Basilisken suchen. Vielleicht sind ja hier noch welche. Ne, hier sind die Feuerrocks. Also auf diese Geier werden wir auch noch treffen. Das ist ja alles so ein bisschen eine Wüste voller Wildtiere. Also hier herrscht noch ganz schön viel Leben für eine Wüste. Ah ja, und die Glyphen, die ich hergestellt habe mit Inschriftenkunde, die habe ich natürlich alle ins Auktionshaus gestellt, damit ich da auch mal wieder ein bisschen was an Kohle mache. Die ganzen Verbände habe ich verkauft und die paar Schriftenrollen, die ich habe, kann ich ja mal anwenden. Ja, und ich habe gerade wieder festgestellt, dass ich da wieder vergessen habe, den auszuschlachten. Naja, wir werden den schon noch wiederfinden. Und diesmal kann ich den hier ausschlachten, damit ich es hier nicht vergesse. Ein Gürtel des Bären, ja. Eher wieder was für Krieger oder Paladine, Vergelter. So, und wo war denn der jetzt? Ach, egal, da finde ich schneller einen neuen. Bevor ich den alten jetzt hier finde, der wurde bestimmt schon wieder vom Sand überdeckt. Und die Gegner gehen jetzt auch echt, ja, echt wieder gut down, obwohl wir ja gerade erst wieder neu im Gebiet sind und noch nicht so überlevelt. Und man sieht aber echt viel jetzt von der Welt und es geht trotzdem schnell. Also, wie sie das da hinbekommen haben, ist echt gut. Weil ich level ja nebenbei ja auch noch einen Krieger hoch. Und da sehe ich das Ganze ja auch. Und ein Freund von mir, der levelt nebenbei ohne Account-Items. Und da muss derjenige dann halt auch immer in mehrere Gebiete, weil eins wohl nicht so ausreicht. Aber man findet da echt schnell was und gerade auch durch die Befehle des Kriegshäuptlings weiß man da immer, wo man hin muss. Und notfalls kann man ja hier auch in Dungeons gehen, aber das wollte ich jetzt erstmal vermeiden, weil sonst bin ich ja immer nur in Dungeons. Kommt vielleicht mal wieder, bestimmt. Also vor 60 gehe ich auf jeden Fall mal noch ein paar Dungeons. Wahrscheinlich so nach dem Krater von Ungoro, was das nächste Gebiet sein wird. Wer hätte es gedacht? Denn der ist hier direkt auf der Karte nebenan. Ne, da ist Uldum und darüber ist der Krater von Ungoro. So, und jetzt hier diese Gezeitenschreiter. Die waren mal Elite. Zumindest im Schlingdontal. Auch komischer Name. Das ist ja auch mal anders. Tja, das wurde alles aufs Deutsche lokalisiert. Naja. So. Hier kommen jetzt nämlich immer ein paar Räuber und die wollen nicht, dass wir hier die Kisten mitnehmen. Wer weiß, wieso sie die dann nicht selbst mitgenommen haben. Das ist immer so ein Rätsel. Das kann niemand beantworten. Ich baue hier so schnell Kombo-Punkte auf, das ist unglaublich. So. Da ist auch schon der nächste. Ich könnte hier mal schneller schwimmen. Jo, dann mache ich das jetzt nämlich einfach so, dass ich jetzt die Piraten hier Piraten sein lasse und einfach hier schnell von Kiste zu Kiste schwimme, ohne dass die mich da auch noch in irgendeiner Weise tangieren. Und dann kann ich ganz in Ruhe hier noch die Gezeitenschreiter platt machen. Okay, einen Vorrat brauche ich noch nach dem. Genau, hier kommt jetzt wieder ein Pirat. Ich schwimme einfach weiter. Oh, jetzt hat er mich hier aber benommen gemacht. Und da muss ich natürlich einschreiten. So geht es hier nicht. So, der ist ja auch schon wieder fast down. Na komm. Jetzt kommt hier noch der nächste an. Die warten alle nur darauf, dass sie hier mal wieder irgendwie einen Kampf kriegen. Anscheinend haben die ganz große Weile, Langeweile. Und machen den ganzen Tag nichts anderes, als hier im Wasser herum zu baden. Und die Piraten warten hier die ganze Zeit auf irgendwelche unschuldigen Abenteurer, die hier nur ein paar Kisten mitnehmen wollen. Tja, so ist es.
Die sollten mal lieber ein bisschen Kampftraining machen und ein bisschen stärker werden, anstatt hier die ganze Zeit rumzugammeln. Aber es hat ja jeder selbst was mit seinem Leben anzufangen. Und das haben sich auch die Piraten gedacht. Ich könnte ja immer mal hier Parryfire treffen. Da geht das Ganze nämlich noch ein Stück schneller. Weil ansonsten reicht meine Energie irgendwie gefühlt nicht. So gefühlt reicht die immer nicht für einen. Ja, jetzt mal schneller wieder zu einem hinschwimmen. Ich könnte mir echt mal die kleine Glyphe herstellen. Ich habe ja jetzt auch eine neue Glyphe für den Druiden hier. Das ist aber auch eine mittlere Glyphe. Ja, hier sind die erhebliche Glyphe, ja. Welche war es? Wilde Attacke. Ja, da wird das um 2 Sekunden verringert. Es ist nicht schlecht, aber ich habe halt bisher nur einen Slot. Das ändert sich erst ab welchem Level? 50, oder? Ja, 50. Dann mit 75 nochmal. Aber bis 75 dauert es noch ewig. Erstmal hier Schritt für Schritt hier das Gebiet abhandeln. Das reicht ja schon. So, da ist jetzt einer der letzten Gezeitenschreiter. Die letzten Meter kann ich jetzt ja auch noch schwimmen. Das verlangsamt so das Ganze ein bisschen. Ah, das bringt so ein bisschen Ruhe rein. Ja, das Wasser sieht ja jetzt auch nicht mehr so schlecht aus und WoW. Da gab's ja Zeiten, da sah das ja, naja, nochmal ein ganzes Stück anders aus. Obwohl es da ja, wer es nicht weiß, das gab's im Prinzip schon ewig in World of Warcraft. Zumindestens war es in ein paar Videos drin, was, wo die immer mal ein paar Trailer zu WoW gezeigt haben. Da war das schon seit Ewigkeiten drin. Aber richtig ins Spiel war es erst halt mit Cataclysm da eingeführt worden. Glaube ich zumindestens. Wenn mir das so richtig in Erinnerung ist. So, und jetzt geht's hier noch zurück zur Stadt und ich kann mal noch die drei Quests da abgeben. Das schaffe ich noch. Mich wundert. Ja. Auf der Karte wird das irgendwie ein bisschen falsch angezeigt, glaube ich. Ich weiß nicht, womit das da zusammenhängt. Wahrscheinlich ist da irgendein Fehler aufgetreten. Weil eigentlich bin ich hier. Man weiß. Vielleicht hängt das hier mit einem Add-on da zusammen, was ich habe. Das könnte natürlich sein. Das soll uns jetzt aber nicht weiter interessieren. Ich nehme hier einfach die Erfahrung mit. Jo, da sind schon wieder 15.000 Erfahrungen. Hier gibt es ja sogar noch eine Folgequest. Raketenrettung. Ja, wir sollen da mit dem Heißluftballon herumdüsen. Ein paar Rettungspakete verschicken. Das kommt einem ja schon vor, hier wie die Finanzlagen in der EU. Da werden ja auch immer Rettungspakete da verordnet. Naja. Und ein paar Piraten zerbomben. Und das ist dann auch beim nächsten Mal dran. Und als nächstes sollen 12 Feuerrocks ausgeschlachtet werden. Okay. Das nächste Mal geht's hier mit dem Ballon weiter. Bis dahin. Ciao.